Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Final Fantasy 8. In der heutigen Episode werden wir uns um eine der lästigsten Sidequests im Spiel kümmern, und zwar um die des Obersees. Jetzt müssen wir nämlich erstmal den Schatten wiederholen, denn wir können ihm sagen, wo der Affe ist. Danke. Ach ja, kennst du die folgende Geschichte? Rastlos in Erdwig. Bestimmt ein schöner Ort. Sollen wir da gleich hingehen? Ja, gehen wir gleich mal da hin. Das ist... Die Erdwig-Ding ist da oben, soweit ich weiß. Bei Timber. Das sind so kleine Hinweise, die euch sagen, was ihr denn suchen sollt. Schauen wir mal hier. Das müsste hier Erdwig sein. Die Erdwig-Halbinsel, richtig. Hier müssen wir einfach rumrennen und X hämmern. Denn hier, ein steinerner Pfahl, wenn man ihn genau hinsieht, steht was geschrieben. Rai Anf Sund Timpsong Do. Ha. Hier muss man einen Teil ignorieren. Ich kann das nicht... Ich kann das nicht entziffern. Ich weiß allerdings, was es bedeutet. Müsst ihr mir jetzt einfach vertrauen. Ich kenne die Lösung dieses Rätsels nämlich schon. Ich habe mich da vorbereitet. Da kümmern wir uns... Also ich werde euch das zeigen, wenn wir soweit sind. Ich... Es tut mir echt leid, Ich kann das jetzt gerade selbst nicht entziffern, weil ich nicht genau weiß, wie das übersetzt wurde, was das zu bedeuten haben sollte. Ich meine, ich weiß, was es zu bedeuten haben sollte, aber ich verstehe die Übersetzung nicht, sagen wir es so. So, gehen wir wieder hier hin. Hallo. Ach ja, genau. An der Küste von Ballam werden gelegentlich wertvolle Sachen an Land gespült. Okay. Das ist ein Hinweis, den wir haben wollen. Müssen wir mal zur Küste von Balampen fliegen. Hier gibt es 6 Hinweise. 5 davon sind für uns relevant. Einer interessiert mich gar nicht. Da geht es nur um einen Drawpunkt. Der hier war hier an der Küste. Ihr müsst halt auch an der Küste langlaufen und X preschen. Und hier irgendwo müsste das auch sein. Hier, Lichter. Scheint ein stinknormaler Stein zu sein. Aha. Ah, hier ist er. Aethyl Air. Aha. Ja, das ist ein Teil des Ganzen. Und ja, da müssen wir jetzt das Rätsels Lösung können wir erst finden, wenn wir alle Steine gefunden haben. Dementsprechend müssen wir weitersuchen. Das mit dem stinknormalen Stein hat mich ein bisschen überrascht. Ah, hier ist Timber. Also ja, hier werden wir einen Haufen im Kreis fliegen und Hinweise und Tipps lesen. Aber gut, das soll so sein, ne? Hallo. Ach ja, genau. Auf dem Berg, wo sich die Grotte mit dem See befindet, soll auch etwas sein. Okay, danke schön. Das weiß ich, wo es ist. Und zwar wollen wir da Richtung Galbadia. Und ihr müsst eigentlich nur dem Fluss hier, glaube ich, nee, das ist die falsche Richtung des Flusses. Wir müssen dem Fluss folgen, allerdings in die andere Richtung. Wenn das der richtige Fluss ist. Nee, das ist der falsche Fluss. Ich habe mich geirrt. Und zwar, das ist der Fluss, denn da hinten müsste der Galbadia-Garten sein. Und hier ist die Grotte. Seht schon mit dem kleinen Bergsee. Das heißt, hier wir landen hier oben. Da hinten ist der Galbadia-Garten. Genau, da hinten. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen die Grotte hier untersuchen. Ein Vogel brütet Eier aus. Jo, wir langen mal hinein. Da ist Vogelmami nicht so ganz begeistert von. Und das Einzige, was wir tun können, ist Vogelmami killen.
Chance auf Erstschlag auch noch. Richtig brutal abschlachtern. Mach's du mal. Selbst Rinoa kann schon one-shotten. Squall macht dann auch einfach mal ganz gechillt. Lalala. Wunderbar. Gibt ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir kriegen ein paar Windfedern und Windmühlen. Brauchen wir alles nicht. GFAP. Alles schön. Brothers hat anfeuern gelernt. Party in Bacardi. Viel wichtiger, wir kriegen einen Stein. Und da steht Atmo TVEN drauf. Und wie gesagt, auch an mit diesem Stein können wir erst was anfangen, wenn wir das gesamte Rätsel gelöst haben. Da hoffe ich jetzt einfach, dass ich ein bisschen Glück habe, weil es kann ein bisschen dauern, bis ich die Rätselslösung hier finde. Weil der Gute seine Tipps auch gerne mal wiederholt. Hallo. Ach ja, kennst du die folgende Geschichte? Rastlos in Erdwick. Ich denke mal, dass man hier in Erdwick das Rast ignorieren sollte, um die Lösung zu bekommen. Ja, das haben wir schon. Ich glaube, der Affe besitzt auch so einen ähnlichen Stein. Nice. Dankeschön. Das ist doch mal ein Tipp, der uns was bringt. Wir können nämlich Mr. Affe nochmal besuchen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ah, nö. Da lang. Das ist nämlich hier in der Nähe von Dollet. Müssen wir in den Wald gehen und den Affen nochmal suchen. Kriegst du nochmal einen Stein gegen... um ein Haar getroffen. Der Affe flüchtet. Aha. Aha. Das wusste ich nicht, dass das passieren kann. Aber okay. Wir müssen ihn an der richtigen Stelle finden. Kann ich mir vorstellen. Ich muss ihn auf jeden Fall treffen. Ich weiß, dass ich ihn mit dem Stein treffen muss, um... weil er dann einen Stein zurückwirft und den will ich haben. Es kann natürlich sein, dass ich... muss ich den als letztes machen? Das kann nämlich auch sein. Ich meine, ich find's komisch, der Schatten hat mir schon davon erzählt. Dementsprechend hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass ich es auch gleich machen kann. Nachdem das nicht klappt, würde ich mal sagen... ich gehe nochmal zurück zum See und such den anderen Hinweis. Das kann nämlich gut sein, dass ich zuerst die anderen machen muss. Also das ist ein bisschen beschissen programmiertes Sidequest, muss ich sagen. Der Random-Faktor und alles ist ziemlich Arsch. Und noch dazu, die Belohnung ist auch nicht gerade unbedingt der Hammer. Hallo. Hieroglyphen auf einem Stein? Ja, die haben wir doch schon. Was das wohl bedeuten mag? Ein schöner Tag. Ja, das wissen wir doch schon. Die folgende Geschichte rast auf der Eisenbrücke. Was das wohl bedeuten mag. Eisenbrücke? Ne, die Eisenbrücke war es nicht. Die Eisenbrücke wäre ein Drawpunkt, der mich nicht interessiert. Östlich von Timber. Da will ich hin. Das wäre dann nämlich der dritte Stein. Östlich von Timber wäre in die Richtung. Und der muss hier liegen. Dann hätten wir nämlich 3 von 4. Und für den letzten... ah, ich wollte nicht einsteigen. Ah, Spiel. Der muss hier irgendwo rumliegen. Na komm. Da ist er doch. C-H-I-N-E-T-A-B. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch den letzten finden. Ich rede nochmal mit dem Schatten wegen dem Mr. Monkey. Nicht, dass das irgendein Bug ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall alle bis auf den von dem Affen. Und den werden wir auch noch bekommen, ne? Jetzt muss ich den See wiederfinden. Ich würde sagen, ich suche erstmal Timber. Ah, da ist der See. Hallo. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Das interessiert mich nicht.
Ein schöner Tag. Das sind alle, ja. Ich glaube, der Affe besitzt auch so einen ähnlichen Stein. Eben, das ist es. Und den will ich haben. Und ja, wir fliegen Gendolett. Hier nach oben. Und hier zu dem Affen. Und jetzt will ich den Stein haben. Das wieder los. Das gibt's doch nicht. Affe. Das muss hier irgendwo sein. Ich mach mal hier einen kurzen Cut. So, ich habe die Rätselslösung gefunden. Dieses Mal hat es nämlich geklappt. Was ihr tun müsst, ist, ihr müsst auch mal zum See zurückgehen und einen Stein nochmal spicken lassen. Und ja, wenn ihr den Stein 5 oder mehr mal springen lasst, dann kommt eben der Text hier. Das wirst du noch bereuen. Er wirft einen Stein und auf dem Stein steht dann eben der Rest. NS, ST, DR, GR. Und damit haben wir alle diese Steine. Und mit dieser können wir jetzt wieder zurück zum Obersee gehen. Und dort können wir dann den Text entziffern. Denn den letzten... Es ist nicht mal wirklich ein Hinweis, aber wenn ihr... Ich erkläre es euch, sobald wir den Stein sehen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das heißt, wir reden nochmal mit dem guten alten Mister... Hallo... Die Menschen dort waren alle glücklich. Dieses Ding hier, da könnt ihr eine Zentra-Ruine finden. Ansonsten ist da aber nichts. Da ist nur eine kaputte Ruine. Ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Die Steine scheinen komplett zu sein. Hier haben wir das Rätsel der Lösung. Was ihr tun sollt, ist, ihr sollt sie von rechts nach links und von oben nach unten lesen. Also, ergraben... Hä? Graben dreht. Hä? Die haben das komplett falsch gemacht. Schatten. Aha. Ergraben dreht. Dino Einschat. Das ist komplett falsch übersetzt worden. Das, also ich kann das nicht mehr lesen. Also ich kann euch leider nicht sagen, wie das Rätselslösung hier sein soll. Weil scheinbar haben die das in der deutschen Fassung versaut. Ihr solltet dieses von oben nach unten, also ER, GR, AB, EN, dann LL, DR, ET, TV, so solltet ihr das lesen können. Aber das scheint hier komplett versaut zu sein. Dementsprechend gehen wir da auch gar nicht mehr großartig drauf ein. Haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Lokalisierungsprozess 1a. Gute Arbeit, Square Enix Deutschland. Top. Immer, war damals schon so schlecht, wie ihr heute seid. Gut, in der englischen Version klappt das. Und wir, was wir jetzt tun ist, wir gehen jetzt erstmal Richtung Süden hier. Bei Esther. Direkt südlich von Esther. Müsste so eine kleine Insel sein. Und zwar hier. Und das müsste diese Insel sein. Die Esther Bongo Insel. Die ist auch super übersetzt. Und hier müssen wir einen Schatz finden. Das war der eine Schatz, wo ihr das eine Wort ignorieren sollt. Das irgendwie auch nicht richtig funktioniert hat. Das muss hier irgendwo rumliegen. Achso, ich bin gerade auf der falschen... Ne, doch. Hier. Hier finden wir ein Glücksbuch. Können wir eine Glückskopplung einer GF beibringen. Woohoo. Party mit Bacardi.
Die Glückskopplungen sind ziemlich arsch, muss ich eigentlich sagen. Bin kein Fan davon. Weil das Einzige, was Glück macht, ist, es erhöht die kritische Trefferchance. Aber wenn wir sowieso die ganze Zeit alles one-shotten, brauchen wir auch keine Glückskopplung. Vor allem bei Squall ist die komplett nutzlos, da wir selber unsere kritischen Treffer auslösen. Und bei den anderen, ja, brauchen wir nicht. Braucht kein Mensch. Hier beginnt der lustige Teil, denn wenn wir uns hier umsehen, liegen haufenweise Steine mit Eingravierung. Der blaue Stein, da ist einer, der immer das Gegenteil behauptet. Der blaue Stein gibt euch Tipps. Einer, der lügt, der weiße Stein... Der schwarze Stein sagt immer das Gleiche. Wir wollen einen blauen, einen roten finden. Da ist immer der, der das Gegenteil behauptet, richtig. Der schwarze sagt immer das Gleiche. Der weiße sagt Blödsinn. Der rote sagt, der Schatz liegt im Osten. Das heißt, wenn der rote sagt euch immer das Gegenteil. Ihr müsst eigentlich nur auf den roten achten. Wir lesen den roten, er sagt Osten. Das heißt, wir sollen in den Westen gehen. Nochmal. Er sagt aber auch im Süden, also müssen wir in den Nordwesten. Ich habe ihn gefunden. Da ist er doch. Wenn er sagt, der Schatz ist nicht hier, dann habt ihr ihn gefunden. Dann finden wir ein Dreigestirn. Ein weiteres relativ nutzloses Item, das erlaubt es uns, eine geöffnete Ability beizubringen. Und zwar die Öko-Triple-Ability. Diese sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr Triple einsetzt, nur einen Zauber verbraucht. Da wir aber sowieso eigentlich fast nie zaubern und da Magie nicht unbedingt heftig ist, ist das ein komplett nutzloses Item. Genauso wie das Glücksbuch nicht wirklich nützlich ist. Ich gucke jetzt allerdings trotzdem gerade. Du hast noch keine. Keiner hat eine Glückskopplung. Ich würde aber sagen, ich gebe die einfach... Doomtrain. Einfach damit wir eine Glückskopplung haben. Damit kann Rinoa jetzt eine kritische Trefferwertungskopplung machen. Aha. Gucken wir mal, ob wir was Brauchbares haben. Viagra hilft nicht wirklich. Ja, Protoss und Shell sind gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen einfach mal Protoss. Das schadet ja nicht. Bisschen Glückskopplung. So, als nächstes müssen wir ganz in den Südwesten der Karte. Aber davor muss ich noch kurz was erledigen. Und zwar, bevor wir dahin wollen, werde ich noch kurz... ja, ich lande einfach hier in der Nähe irgendwo. Ich will nämlich mal kurz speichern. Können wir nicht landen. Merkt euch den Wald hier für später. Sehr viel später, aber bauen den noch.